Die Fettleibigkeitsepidemie. Erklärt in 3 Minuten. Etwa 1,9 Millionen Kinder in Deutschland sind übergewichtig, davon 800.000 sogar fettleibig. In den letzten 20 Jahren ist der Anteil übergewichtiger Kinder um 50% angestiegen. Woran das wohl liegt? Schauen wir uns doch mal an, was auf dem Teller landet. 6- bis 11-jährige Kinder essen mehr als doppelt so viele Süßwaren, aber nur halb so viel Obst und Gemüse, wie empfohlen wird. Kein Wunder, wenn man sich die Werbeausgaben der Lebensmittelwirtschaft ansieht. Für Süßigkeiten sind es mehr als 700 Millionen Euro im Jahr. Das ist mehr als 35 Mal so viel wie für Obst und Gemüse. Das Geld ist aus Sicht der Hersteller gut investiert, denn Süßwaren bringen die dicksten Gewinne. Vom Übergewicht unserer Kinder profitiert also alleine die Lebensmittelwirtschaft. Die Rechnung zahlen die Kinder und wir als Gesellschaft. Allein im Gesundheitswesen entstehen durch Fettleibigkeit Kosten von mehr als 20 Milliarden Euro. Jedes Jahr. Solche Krankheiten zu vermeiden, bevor sie entstehen, ist angeblich Ziel des sogenannten Präventionsgesetzes, über das schon bald im Bundestag abgestimmt wird. Ärzte bis hoch zur Weltgesundheitsorganisation haben Empfehlungen zur Bekämpfung von Übergewicht und Fettleibigkeit entwickelt. Dazu gehören Beschränkungen für an Kinder gerichtetes Marketing, Steuern auf ungesunde Lebensmittel, gezielte Subvention gesunder Lebensmittel, verbindliche Standards für Schulessen, Programme zur Reduktion von Zucker oder Salz in Lebensmitteln, verbraucherfreundliche Labels in Ampelfarben, Ernährungsbildung und Bewegungsförderung. Die Lebensmittelindustrie hält von diesen Vorschlägen nicht viel. Von Ernährungsbildung und Bewegungsförderung mal abgesehen. Warum? Ganz einfach. Weil ihr das nicht in die Quere kommt, weiter so dicke Gewinne zu machen wie bisher. Und ganz nebenbei kann die Industrie so den schwarzen Peter voll und ganz den ach so faulen Kindern und den ach so willensschwachen Eltern zuschieben. Und was macht die Bundesregierung? Tja, im Grunde genau das, was die Lebensmittelindustrie sich wünscht. Dr. Margaret Chan, die Chefin der Weltgesundheitsorganisation, kritisiert genau solches Verhalten von Regierungen. Zitat: Kein einziger Staat hat es geschafft, die Fettleibigkeitsepidemie in allen Altersgruppen zu stoppen. Hier mangelt es nicht an individueller Willenskraft. Hier mangelt es am politischen Willen, sich mit einer großen Industrie anzulegen. Wir finden, die Politiker sollten sich Frau Dr. Chans Worte zu Herzen nehmen. Schreiben Sie jetzt an die Abgeordneten im Deutschen Bundestag und fordern Sie ein wirksames Präventionsgesetz. Die Fettleibigkeitsepidemie muss gestoppt werden.